Mein erster Eindruck von der Karlshochschule war so eine sehr familiäre Atmosphäre. Also, dass es halt eben eher sehr klein ist und dass dadurch die Karlshochschule auch ein bisschen gemütlicher erscheint. Also, dass man so dieses, man fühlt sich hier wohl eben wieder heim. Ganz kleine Gruppen in der Regel. Dadurch hat man natürlich einen sehr viel stärkeren Kontakt, sowohl untereinander, kann auch wirklich Teams bilden, kann im Team auch ein Projekt über einen längeren Zeitraum erarbeiten und lernt auch die Lehrenden sehr viel besser kennen, als wenn ich eine Nummer unter 60, 100, 200 Personen bin. Also was mir unheimlich gut tut an der Karlsruhe-Schule ist halt vor allem das Teamarbeiten. Also man wird halt von Anfang an, arbeitet man in Teams zusammen, wo ich finde, man viel bessere Ergebnisse erreichen kann. Eben dadurch, dass man als Team sich gegenseitig Kritik, konstruktive Kritik, man muss zusammen ein Ziel erreichen. Und das ist eine Basis meiner Lehre in der Karlsruhe-Schule. Weil es familiär ist, aber deswegen nicht eng, sondern eigentlich unglaublich weit und dynamisch und mit ganz vielen Ideen und Visionen. Gut, weil es ist hier keine klassische Vorlesung, wie man sich vielleicht in der Universität vorstellt, sondern es sind halt wirklich sehr kleine Kurse. Viele Dozenten sind wirklich aus der Praxis gekommen und sind jetzt auch Wissenschaftler und haben einfach eine gute Mischung aus Theorie und Praxis. Und so funktioniert halt auch die Vorlesung, dass man Theorien durchnimmt und die dann praktisch irgendwie versucht umzusetzen. Im anderen ist es eben so, dass wir hier einen offenen Diskurs haben. Das heißt, es wird irgendwie nicht nur frontal gelehrt, sondern man setzt sich in Gruppen zusammen. Man kann dem Lehrer ganz einfach Fragen stellen und es wird über Themen diskutiert. Ich denke auch, von der Karlsruhe-Schule wird auch gefordert, dass man viele Lehren einfach auch anders sieht und aus einer anderen Perspektive sieht und diese auch probiert zu hinterfragen, ob das wirklich so sein kann, wie es im Lehrbuch steht. Nämlich, das ist meistens auch gar nicht so. Und das ist auch ein sehr guter Part, dass man einfach verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven einnimmt. Also das Besondere an der Lehre hier an der Karlsruhe-Schule ist, dass wir eigentlich in jedem Fach und in jeder Vorlesung Teamarbeiten machen und dass dadurch auch die Vorlesung interaktiver gestaltet werden kann und wir dadurch auch viel mehr lernen, weil wir einfach auch Spaß am Lernen haben und viel motivierter dran gehen. Das ermöglicht es dann zugleich auch, sehr viel intensiver an tatsächlichen Fragestellen, Projekten zu arbeiten. Das heißt also nicht, sich passiv hinzusetzen und 2 Stunden lang vollgetextet zu werden, sondern tatsächlich immer wieder auch selbst aktiv zu werden. Und das ist eine der Überzeugungen, die wir hier, glaube ich, alle pflegen, dass das sehr viel nachhaltiger ist, um tatsächlich Dinge zu lernen. Da haben wir nämlich als Kulturmanagement-Studiengang ein Konzert organisiert. Und dann war die Aufgabe, dass wir eben für diese Künstlerin eine Marketingstrategie entwickeln oder zumindest jetzt für dieses eine Konzert und uns eine Location suchen und dann letztendlich in diese Location reinbringen. Und dann haben wir volles Haus gehabt am Ende, wir waren im ZKM und haben eben da das Konzert abends gehabt. Und das ist eben so was sehr besonders an der Karlsruhe-Schule ist, dass es da immer gleich einen Praxisbezug auch gibt. Also man kriegt nicht nur Theorien einfach präsentiert, sondern kann diese Theorien auch gleich anwenden im Praktischen. Wenn ich selber tun kann, wenn ich mir selber Gedanken mache, mir Fragen stelle, eigene Antworten gebe und das dann aber immer wieder auch abgleichen kann mit Rückmeldungen von Dozenten, die aus der Praxis kommen, aber die auch theoretisch erfahren sind, dann ist das, glaube ich, der beste Weg, um tatsächlich in der doch relativ kurzen Zeit von so einem Bachelorstudiengang viel mitnehmen zu können. Und da werden wir in allen Seminaren sozusagen immer wieder darauf achten und Formen finden, dass Studierende so interaktiv lernen können, miteinander und eben auch im Dialog mit Dozenten und nicht als passive Konsumenten von Vorträgen. Thank you.